Und sagen Sie, das war ja eine Schule, also wie in Preußen ja auch, da ging es um den Nachwuchs sozusagen, da ging es um sozusagen die Elite des Landes, sollte da gebildet werden. Es war ja nun der Unterschied, dass das Ganze vor dem Hintergrund des Nationalsozialismus passierte. So. Hatten Sie das Gefühl, also das kann man ja rückblickend wahrscheinlich erst beschreiben, dass Sie da besonders indoktriniert wurden? Kam darauf an, welcher Lehrer uns vor der Nase stand. Wir hatten einen sehr guten Englischlehrer, der sorgte zum Beispiel dafür, dass in unserem Leseraum täglich die neue Londoner Times auf dem Tisch lag. Die konnten wir lesen bis Kriegsbeginn, nachher natürlich nicht mehr. Also wir konnten uns unser Urteil selber bilden, zum Teil mit Einschränkungen. Aber ein Beispiel, dieser Dr. Geißler hieß er, der, ja, irgendwann hatte Mussolini einen Besuch in Deutschland, in Berlin. Und wir wurden, wie üblich, so als Straßenrandschmuck mussten wir da antanzen und ihm zujubeln. Und ein oder zwei Tage später hatten wir wieder eine Englischstunde bei dem. Und da sagt er, Jungs, habt ihr den Duce gesehen? Ja. Und habt ihr auch den langen Säbel von ihm gesehen? Nee, was hat er, wie so ein Säbel? Na, seht ihr, guckt mal in die Times, wie die Engländer lügen. Die schreiben nämlich, der Duce hätte mit dem Säbel gerasselt. Ja, wir haben gelacht. Und dann derselbe Lehrer hatte uns beispielsweise sehr intensiv herangeführt an die Antoniusrede von Julius Antonius in dem Shakespeare-Stück Julius Caesar. Wer sie kennt, weiß, dass da die Volksmenge durch Manipulation der Worte rübergezogen wurde vom Gegnern Caesars zu Trauernden. Und die mussten wir auswendig lernen. Auf Englisch? Und auf Englisch natürlich, ja klar, war ja unser Englischlehrer. Wir hatten übrigens auch englische Austauschlehrer. Der eine wurde dann während des Krieges als Spion mit seinem Flugzeug abgeschossen. Und wir erfuhren davon, ich weiß nicht mehr, wie er hieß, den hätten sie erwischt und der wäre jetzt in einem Gefangenenlager. Der war bei uns sehr beliebt, weil er ein guter Sportler war. Und da haben wir uns oft nach erkundigt, wie es dem geht. Ja. Okay. Aber wir waren jetzt bei der Rede in Shakespeare. Ach so, Shakespeare. Friends, Romans, countrymen, lend me your ears. I come to bury Caesar, not to praise him. The evil that men do lives after them. The good is most interred with their bones, so let it be with Caesar, und so weiter und so weiter. Und da wird dann der arme Caesar, wo der Brutus immer sagt, das war ein ambitious Mann, ein ambitiöser Mann. But Brutus says he was ambitious. When that the poor have cried, Caesar has wept. Was this ambitious? But Brutus says he was ambitious, and Brutus is an honorable man. Und dann zum Schluss geht es so, dass die Leute auf Brutus losgehen und den lynchen wollen. Ja. Also das, was beim Nationalsozialismus so typisch war, die Menschen psychologisch zu beeinflussen, zu funktionierenden Jawohlsagern. Das kam dort gut zum Ausdruck, aber der hat uns dann, ich habe ihn später, diesen Dr. Geißler, so 4-5 Jahre nach dem Krieg oder noch mehr, gefragt, was er sich damals eigentlich dabei gedacht hat. Da sagte, Jungs, ich wollte euch zum Denken verführen, nicht zum Gehorchen oder nicht nur zum Gehorchen. Und das ist ihm gelungen. Also
Ich kenne jedenfalls aus meiner Klasse, sind ja nicht viel übrig geblieben, hier waren 23, die das Abitur machten, davon sind 13 gefallen. Aber es ist keiner da, der noch in irgendeiner Weise an dem, was wir damals eingetrichtert kriegten, hängt oder hing. Oder jetzt nach dem Krieg? Nach dem Krieg, ja, ja, nach dem Krieg. Natürlich, bis zum letzten Tag des Krieges waren wir noch wie verrückt und haben immer noch dran geglaubt. Wenn Sie diesen Lehrer, der wahrscheinlich schon ein bisschen länger da war, der schon wahrscheinlich in der Kadettenanstalt Lehrer war, mal vergleichen mit denen, die gerade frisch als sozusagen SA-Studenten von der Uni kamen, als Referendare, was würde Ihnen da so einfallen zu? Da gab es einen, der hieß Gundelach. Der muss wohl bei der Marine HJ gewesen sein oder irgendwas hatte der mit der Marine zu tun. Jedenfalls kam er an und meinte, eine Trillerpfeife wäre die bessere Kommandostimme. Und das hat sich dann so ausgewirkt. Ein Pfiff stillgestanden, zwei Pfiffe rechts um, drei Pfiffe im Gleichschritt Marsch, vier Pfiffe ein Lied. Und welches? Da gab's, hatten wir was ganz Besonderes. Aber nun muss man sie, ich denke jetzt an einen Tag, an dem das nun mir wirklich passiert ist. Ich hatte mir beim Handballspiel irgendwie das Knie verrenkt. Zwei andere Krankmeldungen waren auch noch da. Ich weiß nicht mehr, was die hatten. Aber wir waren beide, alle drei so um die 10, 11, 12 Jahre alt. Und es war ein fürchterlicher Regentag. Und wir standen vorm Heimgebäude. Und zum Lazarett musste man über den Exerzier- und Sportplatz dann zum Lazarett hin. Also wir mussten dort antreten, die Krankmeldung. Und dann kriegten wir Kommando und durften darüber marschieren. Stellen Sie sich vor, nach diesen vier Pfiffen drei humpelnde kleine Jungs, die durch den strömenden Regen marschierten. Und dann haben wir gesungen und unser für solche Fälle hatten wir so ein Leib- und Magenlied. Die blauen Dragoner, sie reiten mit klingendem Spiel durch das Tor. Damit haben wir die verarscht. Und uns hat das geholfen. Wir haben richtig Frust und Wut abgebaut, die wir natürlich hatten, wenn so ein Verrückter da uns rumscheucht. Ja, also das war so ein typischer strammer, ja, heute würde man sagen, strammer Nazi. Damals war das Wort Nazi natürlich, gab es nicht. Nee.